Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im US-Haushaltsstreit zeichnet sich eine vorübergehende Lösung ab. Demokraten und Republikaner haben sich nach wochenlangem Tauziehen auf einen Kompromiss verständigt. Dazu gehört, dass Ausgabenkürzungen für 2 Monate ausgesetzt werden, die sonst um Mitternacht automatisch in Kraft getreten wären. Zudem entfallen Steuererleichterungen für Großverdiener. Der Senat hat bereits Ja gesagt. In der 2. Kongresskammer, dem Repräsentantenhaus, haben Beratungen begonnen. Mit gemischten Gefühlen startet Amerika ins neue Jahr. Am Times Square in New York gab es um Schlag Mitternacht Konfettiregen und keine Spur von Krisenstimmung. Viele Amerikaner bleiben zuversichtlich, dass die Führung in Washington das Steuer- und Schuldenschlamassel schon noch irgendwie in den Griff bekommt. Der quälende Endspurt im Kongress war am Ende zu spät gekommen. Erst gut 2 Stunden nach Ablauf der Frist und nur im Senat hatten sich Demokraten und Republikaner einigen können. Vizepräsident Joe Biden hatte den Kompromissvorschlag entscheidend vorangebracht, dem an diesem Neujahrstag nun noch das Repräsentantenhaus zustimmen soll. Höhere Steuern gelten künftig nur für Jahreseinkommen über 400.000 Dollar. Die Hilfe für 2 Millionen Langzeitarbeitslose wird erstmal um 1 Jahr verlängert. Die Entscheidung über konkrete Ausgabenkürzungen dagegen vertagt. Eine Mini-Reform, kein großer Wurf, entsprechend ernüchtert die Reaktionen. Wir Republikaner wollten eigentlich für niemanden Steuern erhöhen, aber es war uns klar, wenn wir nichts tun, gehen die Steuern für alle rauf, und zwar ab heute. Das wollten wir verhindern. Ich bin enttäuscht, dass wir nicht in der Lage waren, die große Lösung hinzukriegen, aber wir haben es versucht. Und wenn wir nicht gehandelt hätten, wäre die Gefahr einer Rezession sehr real geworden. Und die Verhandlungen sind ja nicht zu Ende. Im Gegenteil, wir wissen alle, es gibt noch viel zu tun. Im Südflügel des Kapitols sind zur Stunde die 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses am Zug. Nur wenn auch sie dem Gesetzentwurf zustimmen, sind immerhin einige negative Folgen der Haushaltskrise abgewendet, bevor morgen die Börsen wieder aufmachen. Zum Stand der Beratungen jetzt live aus Washington mein Kollege Stefan Niemann. Die Verhandlungen im Repräsentantenhaus laufen noch. Wir hören, dass viele demokratische Abgeordnete nicht wissen, wie sie ihren Wählern erklären sollen, dass die Steuererhöhungen für Reiche jetzt erst ab 400.000 Dollar gelten sollen. Das ist ja nicht gerade ein Mittelschichteinkommen in Amerika. Und die Republikaner hadern damit, dass sie keine verbindlichen Zusagen für den Abbau des Haushaltsdefizits bekommen haben. Sollte dieser Kompromissvorschlag an diesem Feiertag dennoch durchgehen, dann bliebe 98% der Amerikaner eine Steuererhöhung erspart. Das wäre die gute Nachricht. Die schlechte bleibt, dass viele drängende Probleme nicht gelöst, sondern mal wieder nur aufgeschoben wurden. Etwa Amerikas drückender Schuldenberg oder die drohende Zahlungsunfähigkeit. Insofern beginnt 2013 hier unter keinem guten Stern. Und damit zurück zu Susanne Daubner. Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Dort listen wir auch noch mal die Kernpunkte des Haushaltskompromisses auf. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un hat eine radikale Wende in der Politik seines Landes angekündigt. In seiner Neujahrsansprache sagte Kim, die Feindschaft mit Südkorea solle beendet werden. Kim versprach, die Wirtschaft weiterzuentwickeln und den Lebensstandard der Bevölkerung zu verbessern. Das kommunistische Nordkorea ist völlig verarmt und international weitgehend isoliert. Silvester in Pjöngjang. Mit einem opulenten Feuerwerk feiert Nordkorea den Jahreswechsel. Kim Jong-un gibt sich im Stil völlig neu und auch im Ton anders als sein verstorbener Vater. Erstmals seit fast 20 Jahren hält der Staatschef des kommunistischen Landes eine Neujahrsansprache. Der junge Machthaber kündigt für das neue Jahr einen radikalen Wandel an. Die Konfrontation zwischen Nord- und Südkorea muss zu Ende gehen. So können wir die Teilung überwinden und beide Länder wieder vereinigen. Die neuen Töne zum neuen Jahr kommen für viele überraschend. Gerade noch hatte Nordkorea einen Satelliten ins All geschossen. Mehr Konfrontation geht nicht, hatte Südkorea dazu befunden. Für Seoul handelt es sich um den verdeckten Test einer Atomrakete. Nun also Versöhnung von Nord und Süd, den jahrzehntelangen Kriegsgegnern? Die Chancen stehen besser denn je. Denn auch Südkorea hat gerade einen neuen Staatschef bekommen. Präsidentin Park will zukünftig wieder stärker auf den kommunistischen Norden zugehen, anders als die Vorgängerregierung. Außerdem will Südkoreas neue Präsidentin Kim Jong-un noch in diesem Jahr zu Gesprächen treffen.
Der kündigte heute umfassende Reformen an in Industrie und Landwirtschaft. Wir wollen eine Wirtschaftsmacht werden, sagte Kim Jong-un. Das ist unser oberstes Ziel. Wohlstand in Nordkorea, ein besseres Leben für die verarmten Menschen, vor allem Frieden mit dem verfeindeten Süden. Machthaber Kim Jong-un hat seinem Volk Großes versprochen. Kein schlechter Ausblick für das neue Jahr. Über die Äußerungen von SPD-Spitzenkandidat Steinbrück zum Kanzlergehalt wird auch nach dem Jahreswechsel diskutiert. Während Steinbrück aus der SPD weitgehend Rückendeckung bekommt, stößt er bei den anderen Parteien auf Unverständnis. Steinbrück, der wegen seiner Nebeneinkünfte durch Vorträge in der Kritik steht, hatte ein höheres Kanzlergehalt gefordert mit dem Argument, viele Sparkassendirektoren verdienten mehr als Regierungschefin Merkel. Keine frohen Feiertage für die SPD, dafür sorgte Peer Steinbrück. Er äußerte in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin verdient in Deutschland zu wenig, gemessen an der Leistung, die sie oder er erbringen muss und im Verhältnis zu anderen Tätigkeiten mit weit weniger Verantwortung und viel größerem Gehalt. Momentan verdient die Kanzlerin rund 300.000 Euro inklusive Aufwandsentschädigung und Abgeordnetengehalt. Steinbrücks Bemerkung, das sei zu wenig, ist nun für die politischen Gegner ein weiterer Beweis für sein mangelndes politisches Gespür. Wir haben in Deutschland ein System, das keinen Anreiz bietet, aus rein finanziellen Gründen ein politisches Amt anzustreben. Und das sollte auch so bleiben. Und deswegen halte ich die Debatte von einem Kanzlerkandidaten für völlig unpassend. Wenn seit Jahren Renten sinken, Löhne sinken, bestenfalls stagnieren, dann gibt es überhaupt keinen Grund dafür, warum sich die Politiker ihre Gehälter erhöhen sollen. Die SPD-Führung schweigt weitgehend zu Steinbrücks Äußerungen. Generalsekretärin Nahles lässt sich nur mit dem Satz zitieren: Peer Steinbrück hat etwas ausgesprochen, das schlicht stimmt. Das meint zwar auch der Politologe Eberhard Holtmann, trotzdem schade sich Steinbrück mit seinem ständigen Gerede übers Geld. Ich bin selbst eigentlich ratlos, weil ihm ein professioneller Kommunikationsberater, wenn er denn überhaupt solche an sich heranlässt, sicherlich das Gegenteil geraten hätte. Das hätte in einem Interview dieser Größenordnung nicht publiziert werden sollen. Dass die Kanzlerin weniger verdient als mancher Geschäftsführer öffentlicher Unternehmen, ist auch für viele in der SPD eine Debatte wert. Aber Peer Steinbrück zeigt wenig Gespür für den richtigen Zeitpunkt, wenn er glaubt, darüber in Wahlkampfzeiten diskutieren zu können. Die CDU will die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik in den Mittelpunkt ihres Bundestagswahlkampfes stellen. Vollbeschäftigung sei dabei ein zentrales Ziel, sagte Generalsekretär Gröhe der Zeitung Die Welt. Die so wörtlich Steuererhöhungsorgien von SPD und Grünen seien ein Arbeitsplatzvernichtungsprogramm und für die CDU unvorstellbar. Irland hat heute von Zypern die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Im nächsten halben Jahr muss Dublin zwischen den nationalen Interessen vermitteln. Regierungschef Kenny sagte, er wolle die wirtschaftliche Erholung in Europa vorantreiben. Irland selbst hatte 2010 als erstes Land Finanzhilfen beansprucht und verfolgt seitdem eine konsequente Sparpolitik. Mit dem Countdown begann heute Nacht in Dublin nicht nur ein neues Jahr, in dem es, so hoffen die Iren, nun endlich aufwärts gehen muss. Mit dem heutigen Tag wird Irland auch zum Gastgeber für Europa. 6 Monate lang werden jetzt die EU-Geschäfte von hier aus geführt, im eigens dafür renovierten Dubliner Stadtschloss. Hohe Erwartungen auch hier. Bei einer feierlichen Zeremonie gestern Mittag erklärte der irische Premierminister so auch, dass man sich seiner Verantwortung in dieser Rolle sehr bewusst sei. We know all too well here in Ireland. Wir wissen nur allzu gut hier in Irland, welch große Opfer dieser Krise bereits gebracht werden mussten. Die Menschen in Europa und in Irland müssen jetzt sehen, dass wir Fortschritte machen. Irland selbst scheint auf dem Weg zur Erholung. Nachdem die geplatzte Immobilienblase das Land an den Rand des Ruins trieb, finanzierte man die Bankenrettung anders als Spanien und Griechenland größtenteils aus eigener Kasse. Die ständig steigenden Zinsen für diese Kredite aber belasten das Land jetzt zunehmend und gefährden den Aufschwung. John Corcoran musste bereits mehrere seiner Schuhläden schließen. Er hat Angst vor neuen Sparpaketen. Wir brauchen jetzt dringend eine Schuldenerleichterung. Wir haben mehr als 64 Milliarden selbst aufgenommen, um unsere Banken zu retten. Da muss uns Brüssel jetzt helfen, sonst überlebt die Wirtschaft das hier nicht.
Das sei nur fair, meint auch die irische Regierung. In Dublin hat man eine Schuldenerleichterung so auch zum wichtigsten nationalen Ziel der nächsten Monate erklärt. Ein Ziel, das auf einigen Widerstand stoßen dürfte. Im abgelaufenen Jahr ist in Afghanistan kein Bundeswehrsoldat ums Leben gekommen. Das erste Mal seit Beginn des Einsatzes vor 11 Jahren. Der deutsche ISAF-Kommandeur Pfeffer und der Wehrbeauftragte Königshaus sprachen von einem Indiz für die verbesserte Sicherheitslage im deutschen Einsatzgebiet im Norden des Landes. Als Gründe nannten sie die verbesserte Ausrüstung der Soldaten und die verbesserte Einsatzfähigkeit einheimischer Sicherheitskräfte. Bei einer Massenpanik in der Westafrikanischen Republik Elfenbeinküste sind in der Neujahrsnacht mehr als 60 Menschen getötet und mindestens 50 verletzt worden. Präsident Ouattara sprach von einer nationalen Tragödie, als er die Opfer, unter ihnen viele Kinder, besuchte. Zu dem tödlichen Gedränge war es gegen Ende eines Feuerwerks in der Metropole Abidjan gekommen. Zehntausende sollen zu diesem Zeitpunkt auf den Straßen gewesen sein. Papst Benedikt XVI. Hat traditionell die Mahnung zum Frieden in den Mittelpunkt seiner Neujahrspredigt gestellt. Vor dem Petersdom in Rom kamen Gläubige nach einem Friedensmarsch zusammen, um an die Konflikte in vielen Teilen der Welt zu erinnern, unter anderem an den Bürgerkrieg in Syrien. Selig, die Frieden stiften. Unter dieses Motto hat Papst Benedikt den Weltfriedenstag gestellt, den die katholische Kirche seit 1968 immer am 1. Januar begeht. Für den Frieden sei der Mensch geschaffen und doch gäbe es so viel Unfrieden auf der Welt. Ursache hierfür seien neben Terrorismus und Kriminalität auch die stetig wachsende Kluft zwischen Arm und Reich sowie das ungezügelte Profitstreben der Finanzmärkte, kritisierte Benedikt XVI. In seiner Neujahrspredigt im Petersdom. Wachsende Ungleichheiten, eine egoistische und individualistische Mentalität verursachten Spannungen und bewaffnete Konflikte, erklärte der Papst. Nach dem Gottesdienst und dem Angelusgebet erteilte Benedikt den Neujahrssegen von seinem Arbeitszimmer im Apostolischen Palast aus. Vater et Filius et Spiritus Sanctus. Und richtete seine Neujahrswünsche an die Gläubigen in mehreren Sprachen, auch auf Deutsch. Euch und deinen Familien wünsche ich ein gutes und friedvolles neues Jahr. Felix Neureuther hat den Weltcup-Parallelslalom in München gewonnen. Der Partenkirchener setzte sich im Finale gegen Marcel Hirscher aus Österreich durch. Für Neureuther ist es der 3. Weltcupsieg überhaupt. Der Norweger Anders Jakobsen hat auch das 2. Skispringen der Vierschanzentournee für sich entschieden. Er behauptete damit seine Gesamtführung vor dem Österreicher Gregor Schlierenzauer, der heute erneut 2. wurde. Die deutschen Springer haben dagegen einen Podestplatz in Garmisch-Partenkirchen verpasst. Gemischte Gefühle bei Bundestrainer Werner Schuster nach diesem Neujahrsspringen. Der mit 17 Jahren jüngste DSV-Adler war der beste Deutsche auf der Olympiaschanze. Andreas Wellinger lag nach dem ersten Durchgang nur auf Rang 18. Doch sein Flug im Finale brachte ihn noch weit nach vorne. Rang 9, ein gutes Ergebnis bei seiner Tourneepremiere und dem ersten Springen auf dieser Schanze. Teamkollege Andreas Wank wurde 11. Martin Schmidt konnte mit Rang 14 zufrieden sein. Auf dem Ergebnismonitor einen Rang dahinter, Severin Freund. Nach Platz 3 in Oberstdorf war der Tournee-Mitfavorit. Ein bisschen enttäuscht. In der Tourneewertung rutschte er zur Halbzeit auf Rang 5. Dort ganz vorne der Norweger Anders Jakobsen. Im ersten Durchgang beinahe gestürzt und dann im Finale ein perfekter Sprung. Mit der Tagesbestweite von 143 Metern sicherte sich Jakobsen den 2. Sieg bei dieser 61. Tournee. Heute vor dem Österreicher Gregor Schlierenzauer und Anders Bardal, ebenfalls Norwegen. Auf der ganzen Welt haben die Menschen in der Nacht das neue Jahr begrüßt. Deutschlands größte Party fand in Berlin statt, wo am Brandenburger Tor mehr als 1 Million Menschen bei Live-Musik und Feuerwerk ausgiebig feierten. Auch in London verzauberte ein riesiges Feuerwerk hunderttausende Menschen an der Themse. Noch spektakulärer ging es in Rio de Janeiro zu. Eine der weltweit größten Feiern fand am Strand statt. An der berühmten Copacabana tanzten mehr als 2 Millionen Menschen ins neue Jahr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 2. Januar. Heute Nacht lenkt ein Tiefausläufer neben Wolken auch etwas kältere Meeresluft nach Deutschland. In der Nacht auf Donnerstag folgt dann aber schon wieder mildere Luft und so begleitet uns das wenig winterliche Wetter auch in den kommenden Tagen.
Heute Nacht fällt in der Südosthälfte gebietsweise Regen, im Bergland Schnee. Später ziehen sich die Niederschläge an den Alpenrand zurück. In der Nordwesthälfte ein paar Schauer, an der Nordsee auch kurze Gewitter. Morgen an den Alpen anfangs noch Schnee, sonst im Süden und in Küstennähe recht freundlich. Im übrigen Land teils Sonne, teils Wolken und besonders im Osten Regen, im Bergland Schneeschauer. Der Westwind weht schwach bis mäßig, in der Nordosthälfte oft frisch und stark böig. In der Nacht Temperaturen zwischen 5 Grad an der Nordsee und minus 1 Grad im Vogtland. Dort morgen knapp über 0, von der Ems bis zum Niederrhein 8 Grad. Am Donnerstag wird es im Nordosten windig, sonst ändert sich in den nächsten Tagen wenig am Wetter. Gebietsweise regnet es, die Sonne lässt sich nur selten blicken. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.30 Uhr mit Karin Mioska. Sie informiert über die aktuelle Situation beim US-Haushaltsstreit und zeigt, wie tragisch der Silvesterabend für so manchen endete. Ihnen noch einen schönen Abend.